Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute, weil wir haben heute viel vor. Ihr seht schon, wir fahren heute offen. Ich weiß nicht, ob die Tonqualität so toll sein wird. Ist aber egal, testen wir mal aus. Ja, kleiner Teaser. Ich bin nächste Woche ja in der Schweiz, hatte ich schon angekündigt. Jetzt haben wir auch überlegt, wegen der Hochwasserkatastrophe, ob wir diese Reise verschieben sollen, weil es vielleicht nicht so passt. Aber wir haben uns dann doch entschieden, weil du ja alles sehr früh planen musst. Also Hotels sind gebucht, klar, du kannst alles wieder stornieren etc. Ich habe Termine mit Bankern gemacht und in der Schweiz, die haben natürlich von unserem Hochwasserkatastrophe nichts mitbekommen. Wer bist du eigentlich? Ich bin die Katja. Wer? Ich bin die Katja, muss ich aber lauter reden. Ja, ich habe heute meine Mitarbeiterin dabei, die Katja. Die hat mir gestern auch sehr geholfen, dass wir das Video hochladen können. Da haben wir ein Video gemacht zu dem Thema Katastrophenerlass NRW, Soforthilfen, Überbrückungshilfe Plus und ja, welche Darlehen ihr bekommen könnt. Katja, erzähl mal, wie war es eigentlich so für dich? Wie hast du die Katastrophe denn so mitbekommen? Also wir hatten Glück, dass wir in Heinsberg, obwohl wir aus Heinsberg kommen, hatten wir tatsächlich Glück, dass Hochwasser uns nicht erreicht hat. Wir hatten nur wirklich kleine Probleme mit Fahrten. Ja. Die Straßen waren, ein paar Straßen waren gesperrt, aber ansonsten hatten wir tatsächlich Glück, dass. Also bei dir war nichts? Bei mir war gar nichts. Ja, ja, ich hatte zwei Häuser unter Wasser. Da ist das Grundwasser einfach hochgestiegen, aber das ist wirklich eine Kleinigkeit, weil du hast dann nicht so. Stellt euch mal vor, ich habe gestern Bilder gesehen aus Ahrweiler. Hör mal, das ist Kriegszustand. Das ist Kriegszustand gewesen, was man da gesehen hat. Unfassbar, wie Menschen jetzt leiden, die überhaupt kein Zuhause mehr haben, diesen oder die ein Zuhause noch haben. Das Haus kannst du ja überhaupt nicht mehr gebrauchen. Es stinkt zum Himmel. Plünderer kommen, habe ich gehört. Von einem ganz guten Freund, der ist in Stolberg gewesen, der sagt, das war wie auf dem Mond hier. Das war also apokalyptisch. Er musste weinen, er musste heulen. Ein Fundskerl, so ungefähr ist das gewesen. Also völlig erschreckend. Ich habe auch gestern in unserem Video gesagt, wenn ihr Fragen habt, egal was, und ihr seid betroffen, ich brauche nur euren Namen, Adresse, damit ich auch weiß, dass ihr das irgendwie nicht so mitnimmt, ja. Wir geben euch da wirklich alle nützlichen Tipps, stellen auch keine Rechnung. Und ich glaube, die Steuerberaterkammer wird auch mit uns nicht schimpfen, wenn das auch unser Beitrag ist, den wir sehr, sehr gerne leisten. Weil sehr viele Menschen, auch bei uns, habe ich dann gehört, nachdem ich mit dem Versicherungsmann gesprochen habe, waren nicht versichert. Du kannst dich nicht versichern, weil wir natürlich an sehr vielen Flüssen, Ruhr, Wurm etc. hier leben. Und das ist richtig, richtig schlimm. Ja, vielleicht dazu auch mal ein paar Sätze. Wir sind alles Menschen und leider oder zum Glück geht es für den einen einfach weiter. Er schaut sich das im Fernsehen an und sagt, ja, richtig scheiße, aber mich hat es Gott sei Dank nicht erwischt. Das muss man genauso akzeptieren wie genau die andere Seite, die alles verloren hat. Wirklich, auch Menschenleben. Ich habe es gestern im Video gesagt, 170 Menschenleben sind zu beklagen. Wirklich, wir haben nicht nur Mitgefühl, Beileid an alle Betroffenen. Es ist richtig, 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 richtig schlimm, was passiert ist. Und heute haben wir den 22. Juli. Heute ist Donnerstag. Morgen, übermorgen kommt ja schon wieder so ein Unwetter. Ich drücke uns allen die Daumen, weil bei uns steht tatsächlich noch überall Wasser, ja. Also es geht zwar zurück, aber du siehst, der Fluss, der hält sich so gerade in seinem Bett, ja, bei uns, die kleinen Flüsschen. Der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Okay, ich werde trotzdem nächste Woche, es geht ja bei mir los am Donnerstag, da bin ich die ganze Woche weg. Und ja, ich habe auch überlegt, ob ich das Donnerstag mal zeige. Da gibt es eine Einladung von Porsche tatsächlich, wo wir eingeladen sind, weil wir quasi für Porsche irgendwo auch Influencer in Anführungszeichen sind, weil wir sehr viele Mandanten auch haben, die zu uns kommen, die sich ja ein Porsche leisten können, wollen. Und ich weiß, dass diese Menschen, die dann nächste Woche, also quasi beim Vorbeiflug,
halten mal kurz an und das ist so auf dem Weg in die Schweiz. Hat so gepasst, deswegen haben wir auch das jetzt auch zugesagt final. Es ist so, diese Menschen, die jetzt da sein werden, die werden wahrscheinlich genauso mit sich kämpfen. Kann ich das überhaupt machen, wo so viel Leid auf der Welt ist? Aber seid versichert, Menschen, die etwas mehr haben, die spenden ganz viel Geld. Wir sehen das in den Steuererklärungen. Die einen können jetzt wieder haten, ja, um das Gewissen reinzuwaschen. Bullshit, ihr Lieben, kann ich euch sagen. Aber das sind ganz normale Menschen, die haben halt im Leben vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, haben was geerbt, ich weiß es nicht, oder auch einfach nur erarbeitet. Das gehört alles irgendwie dazu zum Leben, das Kranksein, das Sterben, das Gesundsein. So ist es, meine Lieben. Ich fahre jetzt nach Jaguar, deswegen fahre ich auch heute offen mit meinem schönen Privatauto. Werde ich auch mitnehmen in die Schweiz, weil da soll es ja wundervolle Berge geben. Müssen wir hier raus? Ja, müssen wir. Katja guckt quasi mit, ich aber auch. Und werde das mal bei Jaguar mal kurz checken lassen, weil das sind ja doch ein paar Kilometer, wahrscheinlich 2000 Kilometer fahren wir mal damit. Ich freue mich trotzdem drauf, weil es gehört auch dazu, bei diesen traumatischen Erlebnissen einfach mal Kraft zu tanken, etwas Schönes mitzunehmen, weil auch ich muss funktionieren, weil an mir hängen sehr viele Menschen, insbesondere ja auch meine Tochter, die Isabel, damit sie in ihrer Lage, sie ist ja schwerst behindert, wie ihr wisst, geistig, körperlich mehrfach, muss der Papa funktionieren, er muss Geld verdienen, sonst kann sie nicht 24 Stunden gepflegt werden. Okay, Friends, das war's von mir und der Katja. Wir filmen vielleicht heute ein bisschen weiter. Wir haben ja in Düsseldorf ganz wichtige Termine, wo Menschen uns brauchen. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Seid gespannt, da kommt noch ganz, ganz viel von uns. Immer mehr Vlogs jetzt sollen kommen. Ich suche wie immer einen Kameramann, Kamerafrau, MWD an der Stelle. Bewirbt euch, ich würde jemand, weiß ich nicht, wen auch immer, der geeignet ist, in Vollzeit einstellen. Weil ich glaube, viele Menschen interessieren sich einfach für das Leben, was man so führt. Weil viele von euch haben die Chance vielleicht gar nicht, das alles zu sehen. Wir wollen euch das zeigen, auch als Steuerberater mache ich das. Ich bin ja auch Schuldnerberater, wie ihr wisst. Mal schauen, ob da auch noch was kommt von mir. Ich weiß es nicht genau, würde ich mir wünschen. Okay, Friends, erstmal ciao von uns. Und wir filmen gleich in der Stadt in Düsseldorf, nachdem wir bei Jaguar waren. Ciao.